weiter geht's, meine lieben Freunde. Zur Abwechslung haben wir mal den Dalaran gewonnen. Fangen wir an. Und die Ka Wow. Die Hand ist höchst suizidal, aber wir kippen sie, weil sie cool ausschaut. A Lightning Bolt, Rift, Drift, Marauders. Ist okay, drei Länder kann man haben. Und für Burn Spells kann man auch haben, wie gesagt, wenn wir gegen ein super schnelles Agro-Deck sind. Ich weiß natürlich nicht, was er spielt. Wenn wir gegen ein super schnelles Agro-Deck antreten, dann wird es bröselig, aber ganz im Geiste von Weihnachten probieren wir es mal. Und legen einen Mountain und geben unseren Zug ab. Mal schauen, was kommt. Grün. Grün, 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 was tust du tün? Boggle! Gibt's das im Pauper? Man muss dazu sagen, Boggle ist mein absolutes Lieblings-Modern-Deck überhaupt auf der ganzen Welt. Obwohl ich Affinity spiele. Schaut euch das Ding bitte an. Wie kann das nicht die coolste Magic-Karte des Universums sein? Mein Foil-Playset. Foil-Playset is the way to go. Also Boggle ist etwas, da habe ich mich verliebt. Wir müssen uns auch keine Gedanken machen, ob wir auf wen wir unseren Burn schießen. Die Doppel Flame Rift wird halt ein bisschen suboptimal sein. Aber das ist in unserem Deck einiges. Und Bolt auf dem Butz, also nicht auf dem Butz. So, noch ein Flame Rift. Wir sind hart. Aber zuerst kommen natürlich die Kelt Marauders, weil der Value früher ist als später. Crazy Draws hier im Weihnachts-Special. Boggle. Unfassbar hübsches Artwork. Wir hatten das gezeichnet übrigens. Okay. Utopia Sprawl ist mal Wurst. Also natürlich ist es nicht wurscht, aber ja, es ist halt. Es ist nichts, was unseren Triple Flame Rift Plan hier in irgendeiner Art und Weise gefährdet. Der Haufen vanisht mal ein bisschen. Incinerate, auch okay. Und wir klopfen mal an. Vielleicht kommt kein Block, was auch sehr schön ist. Und ja, kein Flame Rift noch. 1, 2, 3, 3 mal 12. 15 Damage schon auf der Hand. Das heißt, ja. Wir heben uns das Incinerate auf. Ja klar. Okay. Grandios. Muss ich einen Walkill fragen, ob er mir nicht die Liste schicken kann? Dann kann man ja. Spider Umbra, okay. Kann man ja mal mit dem Pauper mit Boggle anfangen, bevor man es ins Modern macht. Ethereal Armor ist das auch kommen. Oder was kommt da jetzt? Oh ja. Oh ja. Jetzt wird's haarig. Und zwar sehr haarig. Das können wir nicht bieten, glaube ich. Also wir machen jetzt den unfassbar irren Draw. Es ist übrigens kein Lifelink, sondern ein Trigger. Auch ganz wichtig. Geht doppelt nämlich. Oder öfters. Ah, jetzt ist es natürlich anstrengend, den Gegner hier runter zu bruseln. Armadillo Cloak macht uns komplett auf. Also ich glaube nicht, dass wir da großartig Chancen noch haben. Aber mal schauen.
Warum auch nicht? Blast. Und eventuell schaffen wir 12. Da, es geht sich genau meinen Punkt nicht aus. Wenn wir Mountain ziehen, haben wir 12 Damage. Und der Boggy, also er enchantet ja auch noch. Ja, das ist jetzt suboptimal. Das können wir, glaube ich, nicht mehr so ganz racen. Cool. Verflucht. Ja. Searing Blaze mal raus tun, habe ich gehört. Ja. Wir machen Flame Rift, weil. Weil wir nichts anderes haben. Traurig. So, Sideboard technisch. Simon Blaze ist nicht sehr gut. Was gut ist, glaube ich, die Martyr. Martyr ist, glaube ich, sehr gut. Molten Rain, Flaring Pain. Macht das auch Live-Gain weg? Nein. Man könnte Boggles countern wollen, aber. Nein, das spielt ja. Nee, das ist das Beste, was mir einfällt. Ob er Circle of Protection hat, weiß ich nicht. Eins tun wir rein, aber. Also ein Flaring Pain tun wir rein. Statt den Keld Marauders. Jo. So machen wir das, wenn ich nicht weiß, ob er die Circle hat. Ein Boggle Deck und das ruiniert uns sehr stark, weil Armadillo Cloak halt natürlich äußerst schlecht ist. Martyr of Ashes, aber äußerst gut, deswegen kippen wir das auch. Los geht's. Mathe Beatdown. Kommt Forest, es kommt Undying Wolf, okay. Suboptimal in diesem Zusammenhang. Aber gut. Yo, Rift Bolt, Lightning Bolt. Also wir suspenden mal das eine. Undying ist. Aber es fallen, glaube ich, alle Counter runter. Also alle Enchantments fallen runter. Aus dem Grund gut. Vorerst reicht mir das so. Zumindest kein Hexproof. Aber Kadaver. Wir müssen aufpassen hier mit Haushalten, dass wir den Boggle rechtzeitig wegmachen können, wenn er noch kommt. Ansonsten, ja, schauen wir uns das mal. Topia Sprawl. Und Ethereal Armor wird ihn zu einer 3-3er machen, oder? 1-2 wird ihn zu einer 3-3er machen, deswegen darf er bleiben vorerst. Noch ein Wolf ist auch okay. Frage ist, ob wir nicht den Young Wolf schießen wollen, also den linken, und danach mit der Mate. Nein, das ist noch zu früh.
So, wir wollten trotzdem ihn am Ende. Müssen auch natürlich mit dem Damage weiterkommen. Und das natürlich auch ihm ins Gesicht. Flame Rift, yay. Okay. Sehr zurückhaltend jetzt. Wir haben schon ein bisschen Damage auf der Hand. Wir können vier Martyren. Ist Martyren ein Wort? Ich martyre dich, du martyrst mich. Ja, in Magic ist mittlerweile alles ein Wort. Ja, greift 4 an. Lohnt sich noch nicht, hier irgendwas Großartiges zu machen. Boggle. Ist natürlich die Frage, ob wir nicht für das komplette Paket martyren wollen. Nein, noch nicht. Noch nicht, noch incineraten wir. Wow. Kein Marauders. Naja. Nein, kann man nicht spielen. Wir müssen im nächsten Upkeep martyren. Beziehungsweise. Ja, auf jeden Fall. Die Gefahr ist zu groß, dass wir das Ding mit Armadillo Cloak Müll kommt. Jo. Spannend, spannend. Jetzt passiert irgendwas. Jetzt müssen, also sind das jetzt 4? 1, 2, 3, 4. Also beide sind 4-4er. Noch geht's, nicht? Also 1, 2, 3 und 4 der Boggle. Also noch sind wir im Möglichen. Beim nächsten irgendwas müssen wir unbedingt die Martyr zünden. So, nein. Müssen sie jetzt zünden. Die Wölfe kommen zurück, das können wir nicht verhindern, aber wir haben zumindest mal den Attack abgewehrt mit den schirken Ethereal Armors. Traum. Aber gut. Mal schauen, was es wird. Chain Lightning.
Frage ist, ob wir nicht anfangen, den Wolf zu brutzeln. Nein, wir machen mal Kelton Marauders. Wir versuchen ihn irgendwie auf 8 zu bringen. Kelton Marauders vorher und 8, dann mit Flame Rift und Fire Blast. Jetzt haben wir wieder zu wenig Mana, lustigerweise. Also immer entweder ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig. Wenn die Cloak kommt, haben wir halt ein großes Problem. Das haben wir sowieso immer. Okay, also da schmeiße ich meinen. Da schmeiße ich meinen Marauder natürlich rein. Weil wenn ich jetzt ein Land ziehe, kann ich Chain Lightning, Flame Rift, Fire Blast machen und gewinnen. Jetzt bräuchte ich bitte dann wirklich ein Land. Ein Boggle ist okay. Land, Land, Land. Gut. Nochmal überdacht. Chain Lightning. Flame Rift, Fire Blast. Muss reichen. Gut. Gut. Top Deck. Flame Rift. Fire Blast. Okay. Nun ja, Flank Plane bleibt jetzt trotzdem drin. Auch wenn ich jetzt das nicht gesehen habe. Jetzt könnte man Relic spielen, um den Wolf irgendwie zu hosen, aber das ist auch ein Schwachsinn. Kelton Marauders sind es auch nicht so. Das kann man schon so lassen, glaube ich, vom Ding her. Searing Blaze ist nichts, was ich irgendwie reinboarden würde. Ich meine, es ist ja Boggle, aber trotzdem, das Undying nervt mindestens genauso. Die Mädels sind super, die Martyren. Na, das passt schon so. Gib 3. Schauen wir mal, wie Game 3 ausschaut. 2-1, go! Und Vital fängt natürlich an und ich verstehe nicht, was ich da habe. Das macht Turn 1 halt gar nichts, aber ab Turn 2 wird es spannend. Es hat Curse drin. Fireblast ist halt auch wichtig. Incinerate ist ein der schlechteren Spells. Needle Drop ist wieder Card Advantage. Nein, das kippen wir. Auch wenn wir keinen Eindrop haben, wir probieren das einfach mal. Vielleicht ziehen wir ja den ein oder anderen One Mana Burn Spell nach und der Rest ist einfach eh in Ordnung. Also der Marauder kann blocken oder einfach 5 Damage machen. Ah, genau, der Ledgewalker, den gibt es natürlich auch. Oh Mann. So, Curse und ab dem Curse, also ab nächsten Zug sollten wir ziemlich schnell sein. Meine, am Mana mangelt es uns ja nicht, aber der Curse in diesem Matchup irgendwie nicht so stark. Kriegen mal 2. Und noch ein Glade Cover Scout. Okay. Bolt kommt, wieso auch nicht.
Marauders Needle Drop schwebt mir gerade so ein bisschen vor. Oh, Needle Drop halt auch. Hoffentlich ziehen wir nach Mountain. Aber dann über das darf man sich aber auch nicht ärgern, weil den Mountain den wir sowieso gezogen. Insofern wühlen wir uns halt weiter. Damage technisch haben wir 10 Damage auf der Hand, da fehlen uns noch immer 6. Vorausgesetzt natürlich er. Okay, kann ich geblockt werden, natürlich. Vorausgesetzt, also der Gegner macht kein Lifelink natürlich oder kein Lifelink, ähnliche Schwierigkeiten. Okay. Fangt dann gut zu werden, die Hand. Wir greifen mal mit dem Marauders an und dann überlegen wir uns, wenn wir weiter tun. Kleiner Spoiler, wir burnen ihn einfach so viel es geht. Okay, wird geblockt. 3, 6, 9, 13. Fällt noch einer? Alles instant aus diesem Grund. Müssen wir jetzt mal gar nichts tun. Sondern einfach nur hoffen, dass er diese Runde kein Live-Link oder Live-Gain-Zeug macht. Ja. Also in dem Moment, wo er in die Attack Phase geht und ohne. Ja, Rank Quest cool. Kann er haben. Kannst alles haben. Nur kein Lifelink. Okay, ja, wurscht. Komm. Gib's mir. Fest. Fester. Ah, nicht so fest. Gut. So. Zeit zum Entrümpeln. Sollte eigentlich der Kill sein. So, und dann noch drei. Drei drauf und er ist auf 6 und Curse plus Keldmarauders sind dann die nächsten zwei Damage. Die nächsten Damages, also der letzte Damage, den wir hier brauchen. Sollte eigentlich der Kill sein. Also er vanisht weg. Ping 1 und Curse dann der nächste Ping, wenn wir nicht sowieso schon brutzeln können, also mit dem Draw, den wir dann gleich machen werden. Nö, können wir nicht. Ja. Ups. 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 Und Curse rettet uns das Spiel, wie es ausschaut. Schaut so aus. Cool, gleich bis zum nächsten Spiel.